Der Sascha für Mobile Geeks, ihr letzter Tag der GDC 2013 in San Francisco und endlich kann ich damit mal rumspielen. Das ist der GameStick. Wir haben mehrfach darüber berichtet bei uns auf der Seite und wie ihr sehen könnt, 5691 Bäcker auf Kickstarter. Ich bin einer davon und krieg's auch in den nächsten Wochen zugeschickt. Theoretisch könnten wir jetzt praktisch so ein kleines Unboxing machen. Ihr seht zumindest, dass hier noch HDMI-Kabel drin sind und USB-Kabel bzw. Verlängerung, weil die braucht ihr auch, denn da ist keine PSU mit dabei. Ich zeige euch ganz kurz, wie die Kiste aussieht. Unterscheidet sich erstmal nicht großartig von den Android-Sticks, die wir in den letzten zwei Jahren gesehen haben. Also wir haben vorne hier einen HDMI-Anschluss, da ist USB, da haben wir noch einen Headset-Anschluss und da haben wir einen Einschub für Micro-SD-Karten, weil ihr könnt da maximal 32 GB noch reinpacken. 8 GB interner Speicher sind schon drin. Das ist ein Dual-Core Cortex-A9 mit einer Mali 400 GPU und hat 1 GB RAM, die ganze Kiste. Dann dazu gibt es einen Controller. Nicht wundern, das ist nicht der, der letztendlich in der Retail-Version ausgeliefert wird. Das ist der für die Developers. Die Retail-Variante hat dann so eine Docking-Bay hier, wo ihr dann auch entsprechend dann auch euren Game-Stick reinpacken kann. Ist weitaus kompakter als der Oschi hier. Der ist wirklich nicht ganz so klein. Aber lasst uns mal ganz kurz anschauen, wie der Game-Stick selber funktioniert, beziehungsweise wie das Frontend aussieht. Hier an den Samsung-Monitor ist ein Game-Stick angeschlossen. Wir sind hier über Bluetooth mit dem Controller verbunden und so sieht er dann ganz einfach dann entsprechend das Menü. Ihr habt dann auch alle eure Games, die ihr zu zweit spielen könnt. Im Moment ist es ungefähr um die 50, die ihr mit dem GameStick spielen könnt. Dann haben wir da einen Popular, könnt also Filter machen, entsprechend noch euer Account, euch da einloggen. Lasst uns mal hier Shadowgun ausprobieren. Weil das haben wir auch vor ein paar Tagen noch auf dem BlackBerry 10 gespielt und da sah es nicht ganz so toll aus. Von daher gucken wir uns das jetzt mal an. Passt auch ganz gut mit der Unity Engine und mit Nvidia. Die haben nämlich ihre Stände hier direkt drumherum. Was kostet der Spaß übrigens? Im Mai kommt es raus, 79 Dollar seid ihr dabei. Und das ist recht günstig, wenn ihr überlegt, wie kompakt die ganze Kiste ist. Und wer einfach ein bisschen daddeln möchte, denke ich, der bekommt hier wirklich eine super günstige Konsole, um wirklich alles an Indie-Games und so weiter durchzuspielen. So, Shadowgun lädt noch ein bisschen. Wie gesagt, hier ist jetzt ein anderer Controller angeschlossen. Die Retail-Version haben sie heute Morgen auf dem Stand gehabt, die haben wir leider verpasst. Aber immerhin kann ich euch jetzt noch ein bisschen was für der Performance zeigen hier. Und das sieht soweit alles ganz gut aus. Wie ihr seht, also da ruckelt nichts. Da liegen hundertprozentig die 30 Frames pro Sekunde an, mindestens. Und vor allen Dingen lässt es sich ganz gut mit dem Controller hier auch spielen, auch wenn das jetzt nicht der originale ist. Also, das war ein erster Blick auf den GameStick, der im Mai auf den Markt kommen wird. 79 Dollar, wahrscheinlich ähnlich viele Euros. Ich bin Sascha für Mobile Geeks. Vielen Dank fürs Zusehen.